herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Seva und heute habe ich für euch die schön Vermischbox vom Monat Juni. Und wenn ihr wissen wollt, was hier drin ist, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, meine Lieben, ja. Mit der schönen Vermischbox von diesem Monat gibt es ein paar Turbo-Lenzen. Also die, wo man kann ja immer einmal im Monat, glaube an jedem ersten Dienstag oder zweiten Dienstag, irgendwie so, Dienstag, Mittwoch oder keine Ahnung, kann man an dem Gewinnspiel teilnehmen. Sie folgt mir da auch gerne auf Instagram, wenn ich das sehe oder weiß, wann das wieder ist, dann poste ich das da immer. Und ja, ich habe nach Jahren, wirklich nach Jahren, diese Box mal wieder gewonnen. Juhu, aber jetzt kommt's. Leider kann ich meinen Code nicht einlösen. Es geht aber nicht nur mir so, es geht vielen anderen auch so, weil es einfach nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum. Jetzt habe ich da angerufen, habe die auch angeschrieben, die meinten, ja, sie haben technische Probleme, wir sollen es öfters einfach immer mal wieder probieren. Ich habe es jetzt hunderte Male probiert und es hat funktioniert immer noch nicht. Ne, heute ist Samstag, wo ich das Video drehe, der Code geht bis Sonntag. Ich hoffe, dass sie die Aktion verlängern, weil sie geschrieben haben, sie können es gegebenenfalls erst Anfang nächster Woche dann beheben. Ich hoffe, dass es dann klappt, weil es wäre echt blöd, wenn es dann nicht klappt. Aber ich habe mir natürlich die Box schon mal privat bei jemandem natürlich gekauft, weil ich nicht damit gerechnet habe, die zu gewinnen. Und ja, jetzt machen wir es natürlich mal auf und schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Mich haben auch ganz viele auf Instagram angeschrieben, dass es bei denen auch nicht funktioniert und dann irgendwann funktioniert hat und dann doch wieder nicht und was weiß ich. Also es ist echt schlimm. Also mit der zweiten Runde, bei der ersten Runde scheint es funktioniert zu haben, jetzt bei der zweiten Runde irgendwie nicht. Ne? Ja, das ist halt eine Box, wenn man die gewinnt, kriegt man so einen Code zugeschickt, den kann man dann im Warenkorb einlösen und dann kann man sich eben die Box für 5 Euro bestellen. Ne? So, also das ist schon mal der erste Blick hier. Wir machen das Ganze jetzt mal auf und ja, zeige euch jetzt nochmal hier den ersten Blick. Wirklich sehr, sehr schön. Clever ist, auf unsere günstigen Rostmann-Marken zu setzen. Ja, also hier haben wir so ein kleines Büchlein mit, ja, das sind mal verschiedene Markensachen, also auch Eigenmarken von Rossmann, ne, finde ich echt gut. Also die Sachen sind echt oft auch nicht schlecht, muss ich sagen. Ja, ist schön. Dann haben wir hier immer eine Karte drin. Fenster putzen ist was für Leute mit hübschen Nachbarn. Ja, das ist cool. Ne? Ja, die haben immer tolle Sprüche da drauf, muss ich sagen. Also, ja, gefällt mir schon mal. Das erste Produkt ist von For Your Beauty ein Haarband. Okay, das finde ich auch sehr, sehr schön, muss ich sagen. Kostet 3,49 Euro im Handumdrehen einen angesagten Dutt. Mhm. Also hier hinten steht auch drauf, wie es funktioniert, wenn das immer so einfach wäre, ne? Bis man das selber da erstmal da reinkriegt und dann soll man das noch hochdrehen. Also ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Ja, es ist aber hier auch ein bisschen fester, also ein bisschen wie Draht auch. Also scheint dafür gemacht zu sein. Muss ich mal ausprobieren, wenn ich wandert halt weiter, aber ob ich das alleine schaffe, weiß ich nicht. Ist immer schwierig, ne? Aber vielleicht klappt es ja mal. Muss man mal ausprobieren. Dann haben wir hier von Genuss pur Knabberkram Exotik. Mango, Banane, Mandel, Cashew und Kokosnuss. Finde ich sehr interessant. Also das ist ja die Marke auch wieder klar von Rossmann. Und ja, finde ich gut. Werde ich auf jeden Fall mal probieren. Ja, hätte ich mir jetzt so auch nicht gekauft, aber dann kann man es ja mal austesten. Ja, finde ich gut. Sind ja so Nüsse auch, glaube ich, drin. Also das finde ich gut. Es sind Bananen drin, getrocknete Mandeln, Mango, Kokos und Cashew. Ja, finde ich gut. Kann man sich auch ins Müsli geben oder so, oder in Joghurt, ne? Ja, dann haben wir hier wieder einen Original Beauty Blender drin. Mein Make-up Sponge finde ich auch sehr schön. Also das kann man ja immer gebrauchen. Das war, glaube ich, letztes Mal auch drin. Aber das finde ich echt gut. Breite Unterseite, perfekt für Stirn und Wangen. Spitzes Ende geeignet für präzises Auftragen und Verteilen für Augen, Nase, Mund. Runde Seite ideal für große Abdeckungen und Verblenden. Ja, sehr schön. Also das finde ich toll. Darüber freue ich mich. Kann man immer gebrauchen. Dann haben wir hier von San Ozon ein Abre-Gel. Das ist ja so ein After Sun Gel, kühlt, pflegt, speziell für sonnengereizte Haut mit konzentrierter Aloe Vera. Ja, finde ich auch sehr schön. Ist wahrscheinlich so ein Aloe Vera Gel, ne? Ja, das finde ich toll, muss ich sagen. Riecht auch nicht schlecht, riecht auch gut, riecht ein bisschen sportlich. Also, ja, Ökotest sehr gut, finde ich klasse. Kann man ja auch so benutzen. Auch nicht, wenn man jetzt
Ja, auch vielleicht im Winter, wenn man sich verbrannt hat irgendwo oder was. Aloe Vera ist immer gut, wenn man das irgendwo hat. Und das finde ich richtig klasse. Ja, finde ich gut. Die Box ist immer gut. Gibt es nicht, wann sie nicht gut war. Oh, und dann haben wir hier von Alterra einen schönen Nagellack. Der hat ja mal eine tolle Farbe. Schaut euch mal die Farbe an. Die habe ich, glaube ich, noch gar nicht. Also, ich habe viele Nagellack, aber die Farbe habe ich noch nicht, glaube ich. Richtig schön. Der ist auch vegan. So ein tolles Grün. Das finde ich ja mal cool. Ja, das gefällt mir. Also, das finde ich richtig gut. Und die Nagellacke sollen gut sein, habe ich schon gehört. Also, da bin ich echt mal gespannt. Klasse. Dann haben wir hier was drin. Auch klar von Alterra ein Kajal in der Farbe Khaki. Finde ich auch schön. Weil, Leute, ganz ehrlich, manchmal habe ich ja wirklich bunte Looks oder man macht sich mal ein schönes Augen-Make-up. Und dann habe ich manchmal gedacht, so ein Stift, so ein Kajal in der Farbe wäre auch mal nicht schlecht, wie immer nur schwarz, ne? Also ich swatch den mal. Ja, das sieht gut aus. Der sieht richtig gut aus. Ja, gefällt mir, muss ich sagen. Finde ich gut. Finde ich klasse. Wirklich gut. Khaki-Farben zum Nagellack. So, dann haben wir hier von Alterra ein Intensiv-Serum mit der Kraft der Fermentation für jede Haut mit Bio-Reiswasser. Das hört sich ja auch mal sehr gut an, ne? Irgendwas stimmt ja auch mit meinem Licht nicht. So, jetzt stimmt's. Ja, bin ich mal gespannt. Ja, Plastik, aber sieht sehr schön aus, sieht gut aus, ne? Ja, ist gut. Muss ich gucken. Ich rieche jetzt natürlich noch nichts, aber ich muss immer aufpassen, weil so Naturkosmetik, das duftet manchmal sehr, sehr nach Naturkosmetik. Und das mag ich dann halt nicht. Deswegen wird das wahrscheinlich mal weiter wandern. Vielleicht meine Verlosung oder Inwanderpaket oder sonst was. Aber ja, das finde ich trotzdem eine tolle Sache. Also richtig gut. Ja, wer das mag, finde ich klasse. Oh, dann haben wir noch mal was mit. Gut, das eine war ja ein After Sun. Und da haben wir jetzt ein Bodyspray mit Aloe Vera mit für Körper und Gesicht. Das ist ja mal cool. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Was ist das denn? Perfekt für warme Sommertage. Die Formulierung mit 90% Aloe Vera und einem Dreifach-Hydrokomplex aus Hyaluronsäure, Glycerin, Panthenol spendet der Haut 24 Stunden intensive Feuchtigkeit. Zudem bietet die schwerelose Formulierung die ideale Abkühlung für zwischendurch, ohne einen unangenehmen Film zu hinterlassen, mit angenehmer frischer Duft für ein belebendes Pflegeerlebnis. Aus Saft und Konzentrat aus 15 cm Abstand auf den Körper sprühen. Hinweis: nicht auf die Kleidung sprühen und Augenkontakt vermeiden. Das ist ja mal cool. Also da kann man sich dann zwischendurch einfach mal so ein bisschen erfrischen und kann sich das aufsprühen. Also das kenne ich noch nicht. Finde ich richtig gut, Leute. Das gefällt mir. Das ist ja mal cool. Cool. Ja, toll. Also bin wieder begeistert. Ne? Wir sind noch nicht fertig. Und dann haben wir hier ein. Oh, von Hypoallergenic. Eine Great Lashes Regenerist Mascara Vegan. Okay. Eine Mascara. Okay, das kenne ich auch noch nicht. Ist da Hanf drin oder was? Weil das Blatt da abgebildet ist. Muss ich mal gucken. Also, die sieht auch schön aus. Ja, ist zwar so ein bisschen grünlich, aber. Okay, da muss ich jetzt dran riechen. Ich muss jetzt da dran riechen. Tut mir leid. Okay. Also. Man riecht jetzt irgendwie nach, riecht halt nach Mascara, ne? Es sieht auch so aus, hat so ein schönes, schmales Gummibürstchen. Also da bin ich mal gespannt. Mascara ist ja immer gut, ne? Kann man ja immer gebrauchen. Wie ist jetzt der? Ah, hier. Kann man immer gebrauchen, kenne ich noch nicht. Hypoallergenic soll eine super gute Marke sein. Also finde ich toll, muss ich sagen. Wieder toll. Und dann haben wir hier Bye Bye Hair von Isana ein vorbereitendes Zuckerölpeeling mit Pfirsichkernöl. Okay. So, ich musste jetzt leider ganz kurz mal unterbrechen, aber jetzt bin ich wieder da. Also hier haben wir nochmal ein Isana Bye Bye Hair vorbereitendes Zuckerölpeeling mit Pfirsichkernöl. Ja, das hört sich ja auch schon mal gut an. Irgendwie ist mein Licht hier blöd, dass das hier so ein bisschen ja, zu arg scheint. Ja, also finde ich eine tolle Idee. Das soll man großzügig auf nasse Haut auftragen, einmassieren und danach ausspülen. Die Haut ist nach der Anwendung
perfekt für die anstehende Rasur vorbereitet. Das ist ja mal cool. Also ein Peeling. Ja, das ist richtig, richtig schön. Kann man da was riechen? Ich glaube, das ist zu, ne? Ne, ist noch zu. Aber das probiere ich sehr gerne aus. Das freut mich. Und wir haben hier noch was drin, und zwar ein Pfirsich-Eistee. Auch von King's Crown, von der Rossmann Eigenmarke, kann man kalt genießen. Ein schwarzer Tee, Kaltaufguss mit fruchtigem Pfirsichgeschmack. Das finde ich sehr cool. Also das finde ich richtig klasse. Darüber freue ich mich sehr. Also das werde ich auch probieren. Finde ich richtig gut. Also Leute, die Box ist der Knaller. Die Box ist wirklich der Knaller. Ich finde die richtig gut. Ja, also wir haben hier nochmal hier so einen Tee, wo man kalt genießen kann. Dann haben wir hier die, ja, das Peeling. Dann haben wir hier dieses After Sun oder Gel halt eben, ne? Ich nehme mal an, nach dem Sonnen, wo man sich da auch mit pflegen kann nochmal. Dann haben wir hier den tollen Nagellack in der schönen Farbe. Dann haben wir hier ein tolles Serum, ja, was auch gut ist, wenn man den Duft von Naturkosmetik halt mag, dann ist das, finde ich, ja, auch eine tolle Sache. Dann haben wir hier das Bodyspray mit Aloe Vera. Finde ich richtig toll. Das ist auch ein neues Produkt für mich. Dann haben wir hier einen Beauty Blender. Finde ich auch immer gut. Ja, dann haben wir hier diesen Knabberkram. Dann haben wir hier nochmal das Haarband. Dann die Mascara. Und natürlich, jetzt ist mir runtergefallen, den Kajal. Ne? Das auch rollen. So. Ja, den Kajal in Khaki. Also, Leute, eine Knallerbox kann man nicht mehr dazu sagen. Ich finde es richtig gut. Also, gefällt mir richtig, richtig gut. Wenn ihr noch die Möglichkeit habt, die Box zu bekommen bei irgendjemandem privat, dann macht es. Also, ich finde die richtig klasse. Ansonsten, ja, schreibt mir mal gerne, wie ihr die Box findet, ob ihr sie auch gewonnen habt, ob ihr auch Probleme hattet mit dem Code, um den einzulösen. Ich hoffe, dass es noch funktioniert. Ja, das wäre natürlich schön. Ansonsten haben wir halt Pech gehabt. Ist blöd, aber was soll man machen? Ich kann nichts ändern. Ja, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Freue mich, von euch zu lesen, von euch zu hören. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert einmal sehr gerne, einmal kostenlos meinen Kanal, wenn ihr möchtet. Und dann würde ich mich auch freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüssi.